Hi Leute, neues Vlogger-Video von mir. Ich habe gerade Sport gemacht. Auf der Hantelbank war ich. Es ist so verdammt heiß. Es hat heute Gott sei Dank ein bisschen geregnet. Jetzt ist es ein bisschen chilliger geworden. Ja, meine Werte sind immer noch super. Also ich habe es nach der Erstimpfung, hatte ich ja erzählt, dass ich da ein bisschen Probleme hatte, und ich habe es wieder eingependelt. Ja, eingependelt ist das falsche Wort. Ich habe es, glaube ich, selbst eingependelt. Ich habe es irgendwie, also ich brauche immer noch mehr Insulin, aber ich habe es geschafft, dass ich jetzt ungefähr die Mengen rausfinde, die ich brauche. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob stimmt, da in Instagram-Diabetes-Community, dass sich das auch immer wieder mal ändern kann nach gewissen Zeiten, so ein paar, alle paar Jahre, dass sich da der Insulinbedarf ändert. Vielleicht bin ich da auch gerade irgendwie drinnen. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Also ich habe das nur mal aufgeschnappt, da würde ich mich dann noch ein bisschen genauer dazu informieren. Mal gucken, aber sonst das heiße Wetter, das macht mir gar nichts aus. Also hat mir noch nie irgendwie bei den Blutzuckerwerten irgendwas geändert, weil da gibt es ja viele, die sagen, ja, wenn es heiß wird, da fällt er schneller oder sonstiges. Das hatte ich eigentlich nie. Ich habe auch keine Ahnung, an was das liegen könnte oder sonstiges. Das passt eigentlich bei mir alles. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, die Erstimpfung, die hat das irgendwie ausgelöst, glaube ich immer noch. Ja, es war ja Nörgeln auf höchstem Niveau, muss ich sagen. Aber die zweite Impfung, so viel nehme ich vorneweg, ist um einiges besser gelaufen als die erste Impfung. Dazu mache ich morgen oder übermorgen das Video. Ich will da jetzt auch nicht zu viel spoilern, deswegen lasst euch da mal ja, überraschen. Donnerstag oder Freitag bringe ich das raus. Ich weiß es noch gar nicht so hundertprozentig. Ansonsten, ja, ich bin jetzt noch gar nicht so im Vlogger-Game. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich euch da so an Details erzählen will oder wie viele Details ich euch da überhaupt erzählen will. Soll ich euch sowas erzählen, dass ich zurzeit total auf Spinatknödel abfahre oder sonstiges? Soll ich so weit ins Detail gehen? Juckt euch das? Was ich wirklich wissen will, habt ihr Bock, dass ich so eine zweite oder nochmal neue und ein bisschen besser aufziehe? So eine Art 100-Tages-Challenge, 10-Wochen-Challenge, 8-Wochen-Challenge, irgendwie sowas mache. Gut, jeden Tag Sport mache ich eigentlich jeden Tag, aber dass ich trotzdem jeden Tag Sport mache oder zum Beispiel jogge oder auf irgendein Ziel hinarbeite. Vielleicht auch die Ernährung sehr gut bis extrem gut anpasse, auf alles Mögliche so zu verzichten und das zu machen. Vielleicht ein bisschen später des Jahres, jetzt im Sommer, würde ich schon noch ganz gerne mit, ja, Alkohol. Ja, also bei der Challenge würde ich auf jeden Fall auf so Sachen wie Alkohol und sowas verzichten. Das weiß ich nicht, ob ich das im Sommer wirklich will. Vorsichtig ausgedrückt. Aber ja. Also ich hätte da auf jeden Fall mal wieder Bock drauf. Also wenn ihr da Ideen habt oder auch das gerne mal sehen würdet, wie das als Diabetiker ist und wie weit ich es eigentlich auf die Spitze treiben kann, mit Insulin nicht brauchen. Also je weniger Insulin, desto besser, ohne dass ich da irgendwelche negativen Folgen oder sonstiges davon habe, weil der Körper braucht ja dann Kohlenhydrate. Einfach mal schreiben, wenn ihr da Bock drauf habt, dann überlege ich mir was. Wird das auch mit euch dann absprechen, wie ihr da Bock drauf habt, und ja, mal gucken. Also wie gesagt, Donnerstag, Freitag kommt mein neues Video, und wow, was noch cool ist, ich versuche euch mal hier kurz mitzunehmen. Ich hoffe, das geht jetzt. Ich halte die Kamera von unten, weil meine extrem aufgeräumte Küche ist so geil, dass Küche, Wohnung ist so cool, dass ich die Kamera da auf gar keinen Fall reinhalte. Ich versuche jetzt mal zu reden, es ist ein bisschen dunkel. So. Das ist gerade so ein Mini-Hobby bei mir geworden. Hier versuche ich einen Lauch irgendwie hochzuziehen. Das gleiche mache ich mit den Lauchzwiebeln. Da habe ich gelesen, dass das recht easy geht. Einfach nur irgendwie ins Wasser legen und abwarten. Da hinten versuche ich tatsächlich eine Avocado aufzuziehen. Das ist auch ein Avocado-Kern. Ich zoome mal näher hin. Jo, dann sollte ich mal vielleicht das Wasser wieder wechseln, keine Ahnung. Und hier versuche ich jeweils mit drei Paprikakernen Paprika zu ziehen. Mal gucken, ob das funktioniert, ob ich das irgendwie schaffe. Das ist auf jeden Fall gerade so ein kleines Mini-Hobby von mir geworden. Und mal gucken. Es sind aber die Anfänge. Also bitte, wenn ihr jetzt sagt, ja, ist ja einfach nur den Lauch da reinzulegen. Ja, ihr habt recht, aber es sind halt meine Anfänge. Ja, gucken wir mal. Also, wenn ihr Bock habt, ich mache auf jeden Fall. Habe ich ein, zwei witzige Ideen für neue Entertainment-Videos. Ich habe ja gesagt, dass ich auch bald das Video mache mit was wollte ich machen? Privates Leben, also so ungefähr, wie es so abläuft, so ein ganzer Tagesablauf mal von einem Diabetiker. Dann mache ich noch die Diabetes-News nächste Woche, die kommen natürlich auch. Habe ich euch auch, glaube ich, im letzten Vlog schon gesagt. Aber morgen setze ich mich dann erstmal vor das Video für die Zweitimpfung. Und ja, bis dahin sage ich Tschüss.